herzlich willkommen zu einem neuen Forzathon. Ja, die letzte Folge ist jetzt auch schon, ich glaube, über einen Monat her. Und die letzte Aufnahme generell auch schon über 2 Wochen mittlerweile. Weil ich war ja auch letzte Woche so ein bisschen krank, oder davor die Woche eigentlich auch schon und eigentlich schon etwas länger. Wollte ich halt mal ein bisschen Auszeit und ich habe noch nebenbei relativ viel Witcher gespielt, oder wieder angefangen. Ist halt jedes Mal geil und halt nicht so viel Zeit und dachte mit dem Auto auch noch und ja. Aber jetzt habe ich wieder Bock drauf und Zeit und ja. Und heute eine neue Folge Forzathon im Frühling. Zwar zäher Knochen für wie immer 200 Forzathon-Punkte für alle, die VIP sind. Für alle Normalos gibt es dann nur 100 Punkte, aber auch schon mal besser als nichts. Heute dreht sich alles um super nötige Vehikel, kurz abgekürzt mit SUV. Spaß! So, Kapitel 1, ein Teufelskerl, Besitzer und Fahrer ein beliebiges SUV-Heldfahrzeug. Oder Sport Utility Heroes, wie die Klasse hier im Spiel auf Englisch heißt. Habe ich. Ich habe den Makaturbo genommen, das Vorfacelift, also der ersten Generation. Und nicht jetzt das aktuelle Modell. Oder das Facelift. Ist es eine neue Generation? Oder ist es nur ein Facelift? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber auch der alte Cayenne, Macan, in Anführungszeichen der alte, ist auch noch ziemlich schick, muss ich sagen. So, dann Kapitel 2 im Eimer, wieder natürlich mega groß geschrieben. Bring die ganze Wucht deines SUV-Held-Fahrzeugs zum Einsatz und führe 10 Müllmann-Fähigkeiten aus. Meine Güte. Er hat noch so ein kleines bisschen Husten so ab und zu, aber ich bin generell wieder genesen, ich bin gesund. Ich war letzte Woche auch krankgeschrieben, teilweise. Also war nicht so gut. Gerade so, wenn man mega husten muss und so, das ist halt mit Aufnehmen, wenn man gerade Let's Player ist, nicht unbedingt vorteilhaft. Sag ich es mal so. Kapitel 3, über Stock und Stein. Gönn dir etwas Sport und Erholung und gewinne 3 querfeldeine Rundstreckenveranstaltungen mit deinem SUV-Heldenfahrzeug. Und nur ein kleiner Stupser. Aus dem Weg führe insgesamt 10 Lackschadenfähigkeiten mit deinem SUV-Heldfahrzeug aus. Also das erste wäre dann die 10 Müllmann-Fähigkeiten. Natürlich ist der Porsche Macan ein bekanntes Auto der Müllabfuhr. Vor allem diese Ausführung hier, wie ich ihn gerade habe. So leicht modifiziert, ein bisschen offroadfähig. Mein Hinterreifen steht da gerade. Oder ist das nur eine optische Täuschung? Na egal. So, ich soll den Mülltonnen umfahren. Wo gibt es am meisten Mülltonnen? Meistens in einer Stadt. Oder wo viele Leute wohnen. Was meistens in einer Stadt wäre. Ich glaube, da haben wir schon sowas. Genau, das war eine Mülltonne. Ich wollte die nur gekonnt umfahren. Ich meine, natürlich auch sowas. Da, der erste Müllmann. Ich habe mein Auto jetzt eigentlich passenderweise orange machen müssen, weil ich einfach in der Müllabfuhr bin. Aber ich habe ja Sonderrechte. Ich bin ein Sonderwagen in der Müllabfuhr. Die gibt es nicht so oft. Bam. Genau sowas. Ja, und das zahlt alles die Versicherung, den Schaden, ja? Das ist kein Ding. Okay, es geht schon gar nicht mehr. Na gut. Aber der noch, oder? Sonst fehlt das nicht als Müllfähigkeit. Ganz viel Fall Mülleimer. Oh, da ganz viel Schilder und da ein bisschen Ampeln mitnehmen. Nein. Ich will diesmal nicht alles umfahren. Also nicht so wie immer eigentlich. Da waren Mülltonnen, die muss ich noch lernen. Nee, ich muss meiner Arbeit nachgehen. Ich muss die Mülltonnen halt wieder leeren, indem ich sie umfahre. Ist doch logisch. Und dich nehme ich noch mit. Bin ich viel effizienter als die normale, obwohl ich bin halt viel schneller. Weil ich viel mehr Mülltonnen in viel kürzerer Zeit schaffen kann. Aber leider bin ich halt auch ein bisschen teurer als die normale Müllabfuhr. So, Laternen umfahren. Auch noch. Ja, ein bisschen aufräumen schadet ja nie in der Stadt. So, weg da mit dir. So, lieber Müll, wo bist du? Darf ich wieder Kontmülltonnen umfahren? Ich bin nur für die blaue, rote und schwarze Tonne zuständig. Die grünen mache ich nicht. Nur dass ihr es wisst. Ja, ich erzähle immer nur Blödsinn, ich weiß. Aber nur ein bisschen Spaß muss auch mal sein. Wenn man Spaß hat, dann wenigstens hierbei. Wieder ein Müllmann. Oh, das ist doch eine sehr große Mülltonne gewesen. Die eventuell vielleicht irgendwie einbetoniert ist oder so. Entschuldigung. Was ist denn das? Ist das denn hier so ein Stromkasten oder sowas? Ist das denn hier, weiß ich, Transformator, wie das heißt? Ach, keine Ahnung.
Ich bin Müllmann, kein irgendwie Elektriker oder sowas. Ich muss das nicht wissen. Dann 3 Querfeld, eine Rundstreckenveranstaltung. Wenn kein Fehler wieder in der Besetzung bei ist. Ich habe mich jetzt vorher mal nicht informiert, aber ich hoffe, es ist richtig. 3 Querfeld, eine Rundstreckenveranstaltung. So, die ist Querfeld 1. Das ist eine Rundstrecke. Müsste also zählen. Ich hoffe, es ist diesmal kein Fehler drin, ja? Wenn nicht, dann gibt es das nächste Rennen. Dann werde ich einfach einen Cut machen und dann werde ich zum richtigen Rennen gehen. Aber ich denke, es sollte zählen. So. Achso, muss ich gewinnen oder teilnehmen? Das muss ich gerade nochmal gucken. Das habe ich jetzt nicht gerade gelesen. Also absolvieren oder gewinnen? Aha, gewinne. Na, nur mal so als... ne? Nice to know. 2 Runden, ich hoffe, das reicht. Viele Autos gibt es ja in der Klasse. Viele verhältnismäßig schöne SUVs. Braucht natürlich alle kein Mensch. Aber das macht ja nichts. Auch keiner braucht einen Porsche 911, obwohl es ein geiles Auto ist. Aber die Thematik kann ich ja schon mal, ob man solche Autos braucht oder nicht. Es geht nicht ums Brauchen, es geht ums Haben. Und SUV kann auch cool sein. Aber brauchen tut man das nicht. So, Rennen Nummer 1, Nordstadt, Querfeld, eine Rundstrecke. Get ready, go. Strecke mag ich eigentlich, bin ich auch schon online das eine oder andere Mal gefahren. Das war dann allerdings, glaube ich, nicht ganz so geil. Weil ich meine, relativ viel gerammt wurde. Gerade die Kurve gekriegt. Ich muss ein bisschen hier wieder in Forza eingewöhnen. Ich habe doch in letzter Zeit ziemlich viel Witcher gespielt. Aber wenn ich erstmal mit Witcher anfange, dann ist es auch schwierig, da wieder wegzukommen oder was anderes zu spielen. Ich kann mich halt mit Witcher so lange beschäftigen, wenn ich das will. Aber ich will mich auch mit Forza beschäftigen. Ich kann wirklich von Glück reden, dass ich gerade Berufsschule habe. Und auch in nächster Zeit relativ oft Berufsschule haben werde. Habe ich logischerweise mehr Zeit, als wenn ich jetzt normal zur Arbeit muss. Ist natürlich zum Zocken, gerade bei so einem Spiel, wie Witcher sehr entgegenkommt, weil es halt, wenn man es zumindest anständig spielen möchte, sehr zeitaufwendig ist. So, Fabian muss gewinnen, ne? Ja, das weiß ich. Ich versuch's auch. Oder vielleicht waren 2 Runden auch zu wenig. Dass ich lieber 3 Runden hätte wählen sollen. Ich glaube, hier ist sogar schneller, oder? Hier lang fahren. Habe ich aber schon mal deutlich besser genommen. Als in der letzten Runde. Ja, so ein bisschen wieder eingewöhnen. Jetzt glaube ich in der letzten Woche, ich glaube, so was ich zu 95% Witcher gespielt. Also, schon ordentlich. Forza eigentlich kaum. Deswegen habe ich jetzt auch im Winter noch bei dem Showcase Remix eigentlich kaum was gemacht. Ich glaube sogar gar nichts. Also, ich habe mich mit Witcher genug beschäftigt. Hatte nicht so viel Lust auf Forza. Also, ja. Dann ist halt mal den Witcher. Ich glaube, erst halb werden wir nichts mehr, ne? Ich jetzt mal so irgendwie das Gefühl. Aber gefühlt alles umgucken, was hier nicht nagelfest ist. Verletzten haben auch schon wieder Kundschaft. Ne, also erster Platz wird hier eher nicht sowas. Sollte wohl ein anderes rennen. Oder das einfach nochmal wiederholen vielleicht. Oder noch ein paar andere Tricks benutzen. Ja gut, wäre jetzt auch nicht so geil gefahren. Auch wieder Platz. Ja. Was sagt die Rundenzeit? Die Rundenzeit war nicht gut.
würde ich einfach mal sagen, mache ich das gleiche Rennen nochmal, aber unter etwas erleichterten Bedingungen. Wir sehen uns in genau diesem Screen hier wieder. Nur, dass ich statt den vierten Platz den ersten Platz belegen werde. Wie klingt das? Das klingt gut, oder? Also bis gleich. Ja, was habe ich euch gesagt? Ich bin jetzt Erster geworden. Geht doch. Doch mit einer viel besseren Rundenzeit als letztes Mal. Ich hatte vorhin gerade eine 1,28 irgendwas. Jetzt über 2 Sekunden bessere Rundenzeit. Ja? Das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. So, gewonnen. Ein wunderschöner Charakter. Und sogar fast den Kontostand von 40 Millionen, den ich auch noch wahrscheinlich in dieser Folge erreichen werde. So tippe ich jetzt mal ganz grob. So, komme ich 24 bei den Querfeldeinrennen. Schnellchat. Was nun? Dann auch gleich Stufe 25 erreicht. Vielleicht sogar nach den nächsten beiden Rennen, die ich noch gewinnen muss. Hoffentlich. Beim Blitzspin gibt es Taschengeld. Nicht so super, aber naja. Man kann ja nicht immer alles haben und ich habe ja eigentlich auch genug Geld. Also, das ist wirklich eine kleinste Sorge. Dass ich mich über mangelndes Geld beschweren kann oder sollte. So, hat es dann gezählt? Ich hoffe mal. Ja, es hat gezählt. Was also doch richtig. So, dann muss ich noch 2 weitere Rennen gewinnen. Was nehmen wir denn da Schönes? Querfeld, ein Rund. Ich mache erstmal alles. Nein. Da ist der Filter. Hier. Hier war Filter. Da. So, Querfeld. Einserie. Da gibt es auch leider nicht so viele Rundstrecken hier zur Auswahl. Was auch heißen könnte, dass man auch mal vielleicht eine Rundstrecke erstellt. Eine neue. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier die am Flugplatz. Ja, eigentlich auch ganz nett. Bin ich sogar schon mal mit einem SUV gefahren. Ich erinnere mich gerade an den Porsche Cayenne Turbo aus dem Let's Play. Das ist schon etliche Folgen her. Es war, glaube ich, irgendwie um Folge 40 rum war das, glaube ich. So, Ende der 30er Folge und Anfang der 40er. So zumindest laut meiner Erinnerung. Bin ich mal den Porsche Cayenne auf dieser Strecke gefahren. 3 Runden. Ja, schon wieder bei Regen. Passt. Kein Problem, der Wagen ist ja leicht Wofford auch umgebaut. Was mich sogar wundert, die Reifen, das ist sogar die Serienbreite. Ich habe in der Reifenbreite nichts geändert. Oh, die hat mega breit aussehen. Das ist Serie so. Und das ist auch selten, dass ich bei Reifen die Reifenbreite Serie lasse. Ich finde, bei dem Wagen ist das eigentlich breit genug. Schwierigkeit, ich lasse es einfach mal so. Natürlich soll auch, wie gesagt, der Spaß vorne stehen und natürlich auch, ist ja immer so ein bisschen der Fortschritt. Wenn jetzt jemand, der jetzt hier kompetitiv spielt oder so, der jetzt zeigen will, ich kann besonders gut fahren, zum Beispiel jetzt hier auf dem Schlagbau oder so, oder ich bin so geil, das will ich überhaupt gar nicht zeigen. Ich bin eh kein besonders guter Fahrer, also von daher ist das sowieso hinfällig. Ich meine ja nur, ich will jetzt auch nicht jetzt 50 Rennen durchprobieren, bis bei irgendwie bei welchen Rennen mal Erster geworden bin. Natürlich im Idealfall schon bei den ersten 3 Rennen die Fahrer Erster werden. Jetzt auch die Folge unnötig in die Länge ziehen. Was eigentlich auch keinen Sinn machen würde. Ich denke, das ist schon so in Ordnung. Das Wichtigste ist ja immer noch am Fahren der Spaß und das soll es auch immer bleiben. Natürlich ein bisschen Anspruch ist auch nicht schlecht, aber halt muss ich auch in Grenzen halten. Generell in Videospielen habe ich es lieber, wenn es etwas leichter ist. So, Witcher ist da ein Ausnahmefall, da habe ich es mittlerweile gerne schwerer. Ich habe in Witcher mit dem einfachsten Schwierigkeitsgrad angefangen, habe mich dann immer weiter gesteigert, bis ich es ja auch letztes Jahr auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad auf Todesmarsch durchgespielt habe. Das sogar, oder ich sag mal, ups, sogar unter ziemlich, ich sag mal, schwereren Bedingungen, weil ich halt eigentlich immer zu unterlevelt war von meinem Charakter. Ich habe quasi auf Todesmarsch schon die Hauptstory gemacht. Und da bist du halt eigentlich, du sammelst zu wenig Erfahrungspunkte, um hoch genug im Level zu sein. Deswegen war ich, glaube ich, im Finale 5 Level unter der Empfehlung.
Ich hätte es mit dem Plus gespielt, das muss ich sagen. Das macht es leichter. Aber meine Spielart wieder schwerer. Weil ich glaube, meine Stufenempfehlung war, glaube ich, dann irgendwie ein Plus. Glaube ich, irgendwie so bei 82 oder sowas. Für die finale Schlacht quasi. Ah, scheiße, Alter. Die Empfehlung war, glaube ich, bei 82. Oder, nee, war bei 83. Ich war Stufe 78. Sie war auf jeden Fall 5 oder 6 Stufen unter der eigentlichen Empfehlung für die Quest. Aber es war trotzdem relativ easy. Also relativ, ne? Da muss man natürlich schon ordentlich aufpassen. Aber wenn man das aber ein bisschen bewusst macht, dann ist Todesmarsch eigentlich kein wirklicher Todesmarsch. Ich kann aber daran liegen, dass ich halt in Witcher unglaublich viel Erfahrung gesammelt habe. Und ich wahrscheinlich auch dieses Jahr insgesamt die 1000 Stunden in Witcher knacken werde. Und Witcher 3 sogar unter Umständen dieses Jahr mein meistgespieltes Spiel of all time werden könnte. Aktuell ist es auf Platz 2, glaube ich, mit ungefähr 930 Stunden. Und der Spitzenreiter ist Forza Horizon 3 mit so knapp unter 1100 Stunden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich sogar Witcher dieses Jahr noch so viel spiele, dass ich auf über 1100 Stunden komme. Und damit ist halt mein nachweisbarer Platz 1 ist meiner meistgespielten Spiele of all time. Und wegen nachweisbar, es kann halt sein, dass ich in Minecraft mehr habe. Da kann ich es aber halt nicht nachweisen. Also Minecraft auf dem PC. Ich habe halt früher echt extrem viel gesuchtet. Kann sein, dass ich da mehr habe, aber ich weiß es nicht und ich kann es nicht beweisen. Von daher kann ich es nicht gelten lassen. Logischerweise. Wäre auch ziemlich dämlich. Wenn ich es ein Spiel gelten lassen würde, wo ich keinen Beleg dazu habe. Was war das denn hier? Deswegen ist es aktuell Horizon 3, danach kommt Witcher und danach kommt, ich glaube, noch Horizon 2, dann Horizon 4. Und dann wird, wenn die Abstände auf jeden Fall größer, dann glaube ich GTA 5. Und dann, das habe ich noch viel gespielt. Der könnte vielleicht sogar schon Assassin's Creed Origins kommen. Das kommt, glaube ich, auch auf über 200 Stunden. Ich gebe mir vor, Assassin's Creed Odyssey zu holen, wenn ich Witcher fertig habe. Ja, das kann auch ein bisschen dauern. Also ich bin jetzt in Witcher, bin ich jetzt gerade Stufe 6. Achso, nee, ich will jetzt selber stellen. Im aktuellen Run bin ich in Witcher Stufe 6. Bin gerade bei der Quest Hexenjagd, glaube ich. Diese Familienangelegenheiten habe ich so gut wie abgeschlossen. Ich will jetzt noch die Quest Hexenjagd. So, also Hauptstory-mäßig. Mal so. So. Und ich habe jetzt, glaube ich, in dem Run 30 Stunden oder so. Oder 35, keine Ahnung. Ich will dann noch das Hauptspiel dieses Jahr beenden. Halt nochmal durchspielen. Ich mache das gerade auf Blutschweiß und Tränen wieder. Und dann halt nochmal Blood and Wine. Und bis zu Horizon 3 fehlen ungefähr noch, ich sag mal von der Spieldauer, so 150 Stunden. Das ist jetzt nicht so viel. Das müsste ich auch mit dem Hauptspiel endlich aber schaffen. Ich habe letztes Jahr fürs Hauptspiel in Witcher 265 Stunden gebraucht. Deswegen, das könnte ich dieses Jahr eigentlich schaffen. Wird nur ein bisschen dauern. Geht logischerweise nicht ganz so schnell. Ich werde dann auch natürlich parallel Witcher und Forza spielen. Natürlich werde ich Forza stark im Hintergrund sein. Dass ich mehr Witcher spielen werde. Und Forza quasi so mehr oder weniger ausschließlich nur für Aufnahmen. Weil ich habe immer noch Bock auf Forza. Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht mehr spielen will. Ist halt Witcher viel, viel geiler. Muss ich auch sagen. Also sehe ich die Forza-Reihe auch mag, Witcher mag ich tausendmal lieber. Das wird auch, glaube ich, immer so sein. Seitdem ich Witcher spiele, war das eigentlich auch immer so. Es ist auch nicht umsonst mein aktuelles Favorite Game of All Time. Das ist meiner Meinung nach bis jetzt beste Spiel, was ich je gespielt habe. Daran wird auch das nächste Forza nichts ändern können. Davor war es, glaube ich, ich schätze mal GTA 5 war es davor. Und davor vielleicht ein Forza oder so. Naja, Witcher ist halt schon, ich finde es sehr gut. Ich hätte sogar mal überlegt, halt Videos zu Witcher zu machen, aber das kann ich halt. Weil ich bin halt so einer, wenn ich halt irgendwas, ich sag mal, videomäßig anfange, will ich es halt auch durchziehen. Nicht nur halt so ein paar Videos machen, wenn ich halt wirklich zu Witcher Videos machen will,
von allem, was ich in Witcher mache, dann habe ich Folgen für ein paar Jahre. Weil ich bin halt auch immer jemand, der, ich sag mal, Spiele sehr gründlich spielt. Nicht nur so, ich mache 30 Stunden die Hauptstory, dann bin ich durch. Ja, das ist bei mir nicht. Ne, letztes Jahr Witcher Hauptspiel ohne DLCs 265 Stunden. Ja, das sind dann, weiß ich, 500 Folgen oder so. Nee, das geht jetzt nicht so, wirklich. Würde ich vielleicht in, sag mal, so in 2 bis 3 Monaten spielen. Und dafür gibt es dann 2 Jahre Folgen von Witcher. Das wäre Quatsch. Würde mir sicherlich Spaß machen. Und euch vielleicht ja nicht mehr so nach 500 Folgen. Natürlich gibt es auch Sachen, die dann vielleicht für den Zuschauer nicht ganz so spannend sind. Aber halt für mich. Deswegen Witcher ist ein absolut geiles Spiel, aber ich finde aus meiner Sicht für mich zum Let's Playen ungeeignet. Und selbst ein Hauptstory würde auch sehr lange dauern. Und es sind ja auch ungefähr rund 40 Stunden, wenn man nur Hauptstory macht, nichts anderes, nicht Welt erkunden, nicht Nebenquests, nicht nur das Allernötigste macht. Und da schon 40 Stunden Beschäftigung, das ist auch schon mal relativ viel. Und allein das wird ja schon mal so grob 80 Folgen dauern. Ist auch nicht verkehrt. Einfach Hauptstory ist mir halt auch ein bisschen zu wenig. Wenn halt schon, ich sag mal, würde ich jetzt auf Todesmarsch oder so halt mit Anspruch. Das wäre schon so meine Bedingung. Ich habe es ja auch auf Todesmarsch schon 40 Stunden durchgespielt. Deswegen war ich auch unterlevelt, weil ich halt nichts gemacht habe. Ich wollte halt nur gucken, ob ich schaffe. Einfach mal Todesmarsch, in Anführungszeichen Speedrun. Halt will ich nur Story machen, habe glaube ich 1, 2 Nebenquests gemacht. Die muss ich aber echt machen, weil ich halt mit dem Level wirklich, für jedes eigentlich immer unterlevelt. Das war das Problem. Deswegen, ich musste halt noch ein bisschen mithalten. Ich habe aber sonst, sofern es nicht nötig, habe ich kein einziger Nebenquest gemacht. Nur Story, Story, Story und halt auf Todesmarsch komplett durch. Aber ich habe es geschafft. Das war cool. Und jetzt muss ich noch 10 Lackschadenfähigkeiten machen. Dazu gehe ich am besten mal auf die Autobahn. Macht jetzt für mich so am meisten Sinn. Und ja, wie ihr vielleicht merkt, ich kann dazu Witcher, ich kann dazu stundenlang was labern. Ist halt saugeil. Was ich auch mal machen könnte, wenn ich irgendwas laber, wenn ich irgendeine Laberfolge mache, über irgendwas, über ein Thema oder weiß ich, über meinen Alltag oder was passiert ist oder irgendwie einfach mal so eine Laberfolge, wie es damals zu The Crew eine gab. Ist einfach mal so ein bisschen Witcher-Spiel, weil das im Hintergrund laufen lasse, dann halt einfach mal laber, vor mich hin laber. Das klappt eigentlich sogar ganz gut. Hier sind ja jetzt keine Autos, wunderbar. Das kommt mir schon. Wirklich, ich kann euch zu Witcher, ich kann da so viel erzählen, über so viele geile Momente, über so viele Sachen. Ich habe mich auch mit dem Spiel oder mit dem Universum relativ intensiv beschäftigt. Ich habe ja auch alle Bücher gelesen. Und falls ihr nicht kennt, ich kann es euch trotzdem empfehlen, auch wenn ihr mit dem Spiel nicht wirklich am Hut habt, am Buch, genau. Und ich die Bücher trotzdem empfehlenswert. Ich habe auch erst die Spiele gespielt, dann die Bücher gelesen. Dann hat die Spiele nochmal gespielt. Dadurch wurde auch, finde ich, mein Spielerlebnis nochmal deutlich bereichert. Also, das Spiel spielen, ohne Bücher zu kennen, ist cool. Aber das Spiel zu spielen und die Bücher vorher zu kennen, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Das ist wirklich, das ist geil. Das ist wirklich eine, das ist wirklich sehr positiv auf euer Spielerlebnis aus. Also, falls ihr Witcher noch nicht gespielt habt. Also, es wäre für ein Spielerlebnis ist es am besten, wenn ihr die Bücher vorher lest. Weil die Bücher auch allesamt vor den Spielen spielen. Deswegen wäre es am besten, erst die ganzen, alle Bücher lesen, die auch in der Reihenfolge, dann The Witcher 1 spielen, dann The Witcher 2 und dann The Witcher 3 spielen. Das wäre eigentlich die perfekte Reihenfolge. Und am besten noch die DLCs von Witcher 3, weil die sind auch sehr, sehr geil. Ja, das war auf jeden Fall kein Lackschaden, Fabian. Das war ein Unfall. Ach, süß, ein Mini. Schaden. Ja, gut, beim Mini halt der wird eher so halb von der Straße gedrückt. Durch meinen kleinen Panzer hier. Aber im Gegensatz zu einem Mini wirkt halt der Makan so ein bisschen noch wie so ein kleiner Panzer, ne? Na ja, gut. Abschaden. Ist doch wunderbar hier heute. Ich bin sogar noch erstaunlich, ich sag mal. Ist kaputt oder. Auch gar nicht fertig vom Tag. Halt normal, wenn ich arbeiten gehe, bin ich halt abends schon ein bisschen
kaputt, aber das ist halt anstrengend und dann will ich halt nicht unbedingt noch aufnehmen, abgeschlossen, so. Das ist halt schwierig mit Aufnehmen, wenn man einfach so keine Lust mehr drauf hat oder nicht so, sich nicht mehr so darauf konzentrieren kann, wenn man einfach vom Tag geschafft ist. Aber nach Berufsschule habe ich das Gefühl eigentlich nicht, da bin ich noch ziemlich entspannt. Deswegen auch heute mal einfach am Donnerstag aufnehmen, warum nicht? Ja, also ich find's gut. Ich komme damit voll klar. Ich mache kurz hier die Belohnung ab. Vorzutaten ist jetzt auch schon geschafft. Und ich hatte also zwischendurch auch die Tage mal so eine kurze Downphase, so wie ich so dachte, ja, mache ich überhaupt noch Videos weiter? So, eher nicht so Bock und ja, keine Ahnung und einfallslos und irgendwie lustlos. Hat sich mittlerweile wieder gebessert. Sonst würde es auch diese Folge nicht geben. Weil wie gesagt, ich nehme nur auf, wenn ich Bock habe. Die letzten 2 Wochen hatte ich halt mal nicht so wirklich Bock. Oder auch halt gesundheitlich war es nicht so. Aber jetzt habe ich da Bock, jetzt mache ich wieder Videos. So ist das halt. Das ist auch das Schöne, wenn man auch sowas, ich sag mal, nicht angewiesen ist. Weil ich sag mal, wenn man das beruflich macht. Klar, natürlich Spaß soll es immer noch dabei geben. Ist halt irgendwie ein bisschen angewiesen, darauf Videos zu machen. Weil natürlich gibt es ohne Videos weniger Geld. Es gibt immer noch Geld, weil natürlich der Kanal macht immer noch Views, auch wenn man keine Videos macht. Aber weniger. Man ist halt so ein bisschen darauf angewiesen, regelmäßig Videos zu machen. Ist halt dann auch quasi der Job. Und bis es halt so einem Job dazugehört, macht man halt nicht immer nur Sachen, die mega geil sind. Man macht halt auch mal Sachen, die nicht so viel Bock machen. Das ist halt so. Das ist in jedem Job so. Es wird irgendwann mal jeder diesen Moment haben im Beruf, dass man dann sagt, auf die Sache, die ich jetzt machen muss, habe ich eigentlich nicht so viel Bock. Das wird immer mal vorkommen. Mal mehr, mal weniger, aber es ist halt so. Ist auch nichts Schlimmes. Ich meine, das ist völlig normal. Geht mir auch so. Gibt auch Aufgaben, wo ich so denke, hätte ich jetzt aber nicht so viel Bock, würde ich lieber was anderes machen. Das gehört aber halt dazu. Dafür gibt es auch wieder als Gegenzug Aufgaben, wo ich viel Bock drauf habe, die ich gerne mache. Nein, die Welt ist halt nicht perfekt. Das ist so, das ist auch eigentlich, finde ich, gut so. Aber schön, dass ich halt YouTube als Hobby mache. Ich bin, wie viel das noch oder nicht hat, auf mich finanziell keinen Einfluss. Hier gibt es kein Geld, kein Sponsoring, kein irgendwie Affiliate-Sachen, kein gar nichts. Und das alles nur aus reiner Freude daran. Ich hoffe, das merkt man auch. Ich meine, mir sind auch Zahlen grundsätzlich ziemlich egal, ob jetzt der Kanal gut läuft oder nicht. Das ist mir ziemlich Wurst. Ich mache Videos, wenn ich Bock habe. Kann sein, dass der Kanal gut sehr gut laufen würde, ich keine Videos mache, dass der Kanal sehr schlecht läuft und ich trotzdem Videos mache. Das kann alles sein. Deswegen, das ist mir ziemlich Wurst. Juhu, 40 Millionen als Kontostand. Mal so ganz nebenbei. Das ist ganz unauffällig. Und es soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber ich finde, das gibt es, glaube ich, sogar in meinem Bereich, in dem ich mich jetzt bewege, auf der Bekanntheit von YouTube, gibt es das vielleicht sogar gar nicht mal so oft, dass es Leute so lange und mit so viel Herzblut wie ich durchziehen. Da würde ich nicht abgucken, aber ich glaube, das kommt gar nicht mal so oder gar nicht mehr so vor. Das war, glaube ich, früher öfters, aber mittlerweile nicht mehr so. Da man halt wirklich das Streben nach Erfolg hat. Und wenn es nicht den erwünschten Erfolg oder Effekt hat, dann wird halt oft aufgehört oder kein Videos mehr gemacht. Weil Erfolg ausbleibt. Und ich glaube, wie man sehen kann, bin ich nicht so einer. Weil ich habe keinen Erfolg auf YouTube und ich mache trotzdem Videos. Ich hab bald die 1000 Videos erreicht, die ich hochgeladen habe. Und wenn ich wirklich, wenn mir Erfolg auf YouTube wichtig wäre, dann hätte ich schon längst aufgehört. Dann würde ich überhaupt ein ganz anderes Kanalkonzept machen. Dann würde ich auch kein Forza spielen. Weil, ist man mal ehrlich, Forza ist jetzt kein Spiel, was auf YouTube die Massen bewegt. Das nicht. Vor allem auch nicht in Deutschland. Gibt ein paar größere Kanäle, klar, sowas wie LPN oder Pixelhelden, sowas, die Forza machen. Aber es ist kein Spiel, wo du wirklich die Massen damit auf YouTube erreichst. Oder auf anderen Plattformen, das ist es nicht. Dazu ist Forza kein Spiel. Das ist, glaube ich, auch bei keinem Rennspiel so. Aber auch überhaupt nicht bei Forza. Deswegen habe ich Spaß daran. Solange ich das habe, mache ich es auch gerne. Wenn ich keinen Spaß daran haben würde, dann mache ich es nicht. Dann mache ich vielleicht mal eine Pause oder so. Das muss ja nichts Schlimmes sein. Dann macht es mir wieder Spaß. Und nach einer kurzen Downfall ist das gut. Es gibt immer mal zwischendurch Phasen, wo man so mal mehr, mal weniger Bock hat. Das
Das ist jeden Tag anders. Aber na, ich bin froh, dass es so ist, wie es jetzt ist. Mach das ja auch gerne weiter. Gucken, so was die Zukunft bringen wird. Ich freue mich auf weitere Videos und ihr auch hoffentlich auch. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge war eigentlich mal ganz gut. Also ich bin bis jetzt mit dem, was ich heute gemacht habe, sehr zufrieden. Zumindest war mal so ein bisschen interessant. Für mal so, sag mal, das zum Ende der Folge, was ich hier laber. So ein bisschen, sag mal, Real Talk mäßig. Ich glaube, ich bin halt, was das angeht, so ein sehr ehrlicher, ordentlicher, wie heißt denn das? Ein sehr guter Mensch. Was YouTube, sag mal, da sind und das Videos machen eigentlich. Ich glaube, ich bin in der Hinsicht gedanklich positiv. Dass ich halt wirklich, ich sag mal, mich auf, wie nennt man das? Dass man wirklich um die Videos geht und nicht halt, ne, um das Formale, halt um Erfolg, um Geld, um, was ich, Abonnenten, um Klicks oder um sonst alles. Das ist halt wirklich auch aus reinem Selbstzweck und auch selbstlos mache. Wie gesagt, auch die Gewinnspiele, die ich jetzt zu Weihnachten mache, ich meine, die bringen mir absolut gar nichts. Da verschenke ich Geld für nichts. Davon habe ich nichts. Aber ich mache es einfach. Aber weil ich das gerne möchte. Es bringt mir absolut gar nichts. Davon, ne? Es bringt mir in keinster Weise irgendeinen positiven Nebeneffekt. Halt eher sogar den negativen, dass ich halt dadurch quasi weniger Geld habe. Ich mach's gerne. Und ich werde es auch dieses Jahr wieder machen. Es wird auch wieder zu Weihnachten ein Gewinnspiel geben, wo ich wieder ein oder zwei von euch mein Geld schenken werde. Weil ich es gerne mache, ganz einfach. Weil ich diesen Kanal gerne betreibe. Die Folge ist jetzt zwar ein bisschen länger geworden, aber so ist es halt. Ich mache es gerne, ich stehe dazu. Und wenn euch mein Video nicht gefallen, dann, ja, das ist schön für euch, aber es geht ja darum, dass ich Spaß habe. Ob ihr Spaß habt, natürlich ist mir auch wichtig, aber das Wichtigste ist, dass ich dabei Spaß habe. Oder dass es mir das Spaß macht. Weil ich finde, das Geilste am Videos machen und am YouTube-Dasein ist halt, dass ich die Videos mache. Es macht mir wirklich am meisten Spaß, halt die Videos zu produzieren. Denn vor allem, wenn ich dann auf meinen Kanal gehe und auf meiner Seite sehe, was ich alles für Videos gemacht habe, auch wie viele und was für alle möglichen Formate und Arten, das macht mich auch so ein bisschen stolz. Weil natürlich bin ich jetzt kein krasser YouTuber, ich bin jetzt hier kein Dena so, kein JP oder kein, weiß ich, Casey Neistat oder kein sonst wer, der irgendwelche überkrassen Videos macht. Na, aber ich bin halt irgendwie trotzdem so ein bisschen stolz auf mich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Was wir da geschaffen haben, ne, sowohl ich als auch ihr, als meine Zuschauer, wo ich, wie gesagt, bis heute ich mir nicht erklären kann, warum man mich schaut. Weil wenn ich mir meine eigenen Videos angucke, was ich sehr ungern mache, weil ich zum Beispiel auch meine Stimme nicht gerne höre, ist natürlich ein bisschen unpraktisch als Let's Player, wenn man seine Videos schneiden muss. Aber es scheint ja Leute zu geben, und auch gar nicht mal so wenige. Ich meine, mein Kanal hat ja über 170.000 Aufrufe. Warum auch immer. Und ne, danke dafür. Piep, piep, piep. Ich hab euch alle ganz doll lieb.